Ja. Lass es uns jetzt beenden. Das hat auch Engin Itano in seiner VBT 2018 Quali gesagt. Und nun sind wir hier am 17. Juli 2020 um 23:16 Uhr. Und ich möchte es tun. Ich möchte es jetzt beenden. Das Grande Finale von Sly 2. Ich denke mal, es ist nur noch diese eine Mission. Ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, aber wir werden das jetzt beginnen und mal schauen, was passiert. Und das nennst du nicht flirten? Oh Gott. Oh nein, 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 nein. Flashbacks. Flashbacks an Teil 1. Ich weiß nicht, wer sich erinnert. An meinen. What? Wie konnte ich dem nochmal ausweichen? Nur so musste ich ihn dafür treffen, oder sie dafür treffen. Oder wie kann ich der Attacke ausweichen? Anscheinend, ja, ich muss sie da treffen. Oh Gott. Oh nein, nein, nein. No. Weil man mehr mit Ausweichen beschäftigt ist, beziehungsweise damit. Okay, ja, gut, danke schön. Ja, cool. Ja, cool, Mann. Ja, Mann. Alter. Seht ihr, wie viel Leben sie erst verloren hat? Okay, das gibt auf jeden Fall schon mal nichts hier. Aber ich muss auch sagen, die Geschütze sind extrem schnell ausgereizt. Muss ich ehrlich mal so zugeben. Und es ist auf jeden Fall schon mal eine ganze Ecke härter als in Teil 1. Scheiße. Ich habe mir wieder hier meinen Kamillentee gemacht. Alter Vater. Okay, ich denke mal, das Ziel ist es, auszuweichen. Dann, wenn sie wirklich ihre Attacke da startet, wo sie aus den Augen die Laser schießt, dann auf sie zu schießen. Und außerhalb davon nur, wenn es gerade durch Zufälle gibt. Ja, so ungefähr wird es funktionieren, denke ich mal. Also versuchen wir uns komplett nur aus dem Zerstören von den Raketen zu spezialisieren oder zu konzentrieren. Danke, Karmelite. Danke. Und, ja, danke. Dankeschön. Der sich. Ja, doch. Hat gut funktioniert. Also, ich habe sie getroffen. Habt ihr gesehen? Nee. Habt ihr nicht gesehen? Ich auch nicht. Das wird Nila gar nicht gefallen. Okay. Ist das eigentlich normal? Das ist. Was ist. Passt das so? Nee. Es wird aber auch nicht erklärt, was man machen muss. Ist doch scheiße. Okay. Und da kam eine Rakete out of fucking nowhere. Und wieder. Ja, bisschen beschädigt ist er. Bisschen beschädigt ist er, Karmelita. Oh, ich merke schon, das gibt eine ganz spaßige Angelegenheit. Sie hatte gerade mal die Hälfte vom Leben verloren. Oh Mann, ey. Schluck vom Kamillentee trinken. Ja, ich habe ihn mir auch heute wieder traditionsbewusst, wie ich bin, gemacht. Ist vielleicht doch ganz gut, dass ich mir diese Mission hier für einen extra Tag aufgehoben habe. Okay.
Es gibt... mich nervt ein bisschen, dass es keine Musik gibt. Vielleicht füge ich selbst welche ein. Aber... Moment. Der Sound ist doch schon an, oder? Also die Musik. Ich hab die doch... Oh, warte mal, war die während dem ganzen Gebiet jetzt aus? Upsala. Upsi. Weiter so. Sorry. Das war natürlich meine Schuld. Die war während dem kompletten Gebiet jetzt aus und ich hab's nicht mal gemerkt. Das ist das erste Mal, dass mir das im Let's Play passiert ist, obwohl ich sonst ja immer die Musik nachher wieder angemacht habe. Aber ganz ehrlich, ich bin auch gar nicht, weiß auch gar nicht. Oh nein, nein. Wie soll ich denn gleichzeitig das abwenden und ja, ihre Schüsse? Ja, danke. Das war immer noch keine Antwort auf meine Frage, aber... Ja. Ihr wisst, worauf ich hinaus wollte, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nimm das, Nila. Ja, okay, das reicht halt nicht, es reicht halt nicht. What the fuck? What the fuck, man? Shit. Wir haben Kapriolen, Rüdiger! Rüdiger! Kapriolen! Ah! Shit! Okay. Mann! Was ist das für ein Bosskampf? So beschissen habe ich den nicht in Erinnerung. Oh Mann. Es tut mir leid. Ich habe diesen Bosskampf nicht so beschissen in Erinnerung, wie er jetzt letztendlich ist. Dieses letzte Gebiet hat mich ein paar Nerven gekostet, muss ich sagen. Ich bin wirklich am Überlegen, es nochmal in meiner Reihenfolge runter zu ranken von den Gebieten in Sly 2. Also wenn ich da jetzt eine Reihenfolge ranken müsste, sag ich mal. Ich wollte eigentlich das Dschungelgebiet von Raja relativ weit unten oder sogar auf dem letzten Platz ranken. Aber ich würde fast sagen... Ja, wobei die Missionen können ja im Endeffekt nichts dafür. Oh Gott. Ah, das hat noch funktioniert, immerhin. Du machst das großartig. Ich find's schön, wie du mich anfeuerst, Carmelita! Ah, versuch das mal mit dem Analogstick zu steuern. Das ist gar nicht so einfach. Okay, irgendwie habe ich ihren Schuss abgeblockt, wie auch immer ich das gemacht habe. Und jetzt fängt meine Nase an zu jucken. Es wird aber auch... Es wird nicht besser, Leute. Es wird nicht besser. Nein. Geh weg. Gleich fängt sie an, diese blöden Ringe zu droppen. Ah! Was? Oh mein Gott! Ja. Man kann die Dinger wieder zuschießen. Man kann die wieder zuschießen. Was ist das für ein Schwachsinn? Wenn du sie nochmal triffst, dann gehen die wieder zu. Dann gehen die... Das war also der Grund, weshalb ich die ganze Zeit von den Dingern verletzt worden bin. Mach weiter so. Ja, Mann, lass es halt nicht gelten. Ja, okay. Jetzt haben wir es ihr gezeigt. Okay. Boah, das ist ja wirklich mies. Wir kommen durch. Okay. Nein! Oh, leck mich doch, ey. Ehrlich. Das wird Nila gar nicht gefallen.
Nein, nein, geh weg. Man muss sich aber auch wirklich hauptsächlich auf diese Ringe konzentrieren, sobald ihr auf einen zufliegt. Da hat man gar nicht wirklich viel Zeit nebenbei noch auf Klockler zu schießen. Okay, ich hätte zuerst den Ring machen müssen. Dankeschön. Du hättest ein Kopf werden sollen. Das war erstklassiges Schießen. Oh. Okay. Was passiert jetzt? Sly, Sly, wir haben ein ernstes Problem hier. Klockler sieht mächtig böse aus. Und ich glaube, sie will das an uns auslassen. Was habt ihr denn gedacht, Mann? Nein, die beiden. Sie wurden entführt. Oh, jetzt wird's cool. Glaube ich. Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube schon. Ich komme, Jungs. Haltet durch. Okay. Leute, ihr seht, was abgeht. Fahre ich nie wieder so schnell. Uhuhuhui. Das ist der spaßige Teil vom Bosskampf, Leute. Das will ich sehen. Okay. Autsch, au! Ich falle! Falle! Uhuhuhui! Okay. Jetzt müssen wir da runter. Oh. Ja, seht ihr mal? Ihr müsst mal überlegen, wie alt das Spiel ist. Und für das Alter haben sie diese Stelle hier inszenatorisch. Also von der vom Inszenieren her sehr gut hingekriegt. Oh yeah. Okay, Moment, können wir. Oh! Oh nein, wo müssen wir hin? Nein, nicht dahin! Nein! Und jetzt muss ich wieder von vorne anfangen, richtig? Ich wusste nicht so wirklich, wo ich hin soll, um ehrlich zu sein. Ich weiß es immer noch nicht. Aber ja, wir dürfen natürlich wieder von vorne anfangen. Oh nein! Sturzflug! Okay. Laber doch keinen Scheiß! Ich bin noch oben auf dem Ding drauf gelandet. Alter, jetzt ist aber gut hier. Jetzt ist aber gleich mal. Was? Was? Ey, Gott sei Dank gibt's keine Leben wie in Sly 1, ey. Das wäre gerade wieder so ein richtig. So richtiger Bullshit. Von wegen, ja, ich spawne und fall einfach mal direkt in meinem Spawn noch. Darunter. Oh Gott. Das ging aber jetzt im ersten Versuch alles ein bisschen einfacher. Okay. Die Schwerkraft ist hier auch eine andere. Wobei ich das schon gut finde, dass sie das so gemacht haben, dass die Schwerkraft ein bisschen anders ist, aber. Aber man muss sich definitiv dran gewöhnen. Okay. Buchstäblich. Okay, mit welchen Buchstaben fängt's an? Mit L natürlich. Leben fängt mit L an. Okay. Ich brauche eine Papiertüte. Okay, wo? Ich nehme an, ich muss da auf das linke. Ja, anscheinend schon. Okay. Oh, nein, mach keinen Scheiß, okay. Helft uns, egal wer, SOS! Oh, shit. Oh, bitte lass mich da raufkommen, okay. Und jetzt da drauf. Du willst was von mir? Keine Angst, ich habe genug für alle. Du magst einen neuen Körper haben, Nila, aber du bist immer noch der gleiche Feigling, den wir schon so oft besiegt haben. Wie auch diesmal. Sei tapfer, solange du kannst, Cooper. Ich besitze vielleicht nicht die Unsterblichkeit, die aus Hass geboren wurde, aber ich spüre etwas, eine Kraft in mir. Oh Gott, jetzt dürfen wir bei der schönen Schwerkraft, die hier herrscht, auch noch kämpfen.
Okay. Interessant. Was ist der Punkt? Ah ja. Haha. Okay, wenn das so einfach ist, dann machen wir das doch weiter so. Hab ich gar kein Problem mit. So, nu? Hebt sie jetzt noch? Ja. Achso, anderes Auge. Entschuldigung. Entschuldigung. Wir machen auf der anderen Seite weiter. Es tut mir ja wirklich ein bisschen leid für sie. Aber dafür, dass der erste Teil vom Bosskampf so beschissen ist, ist der zweite eigentlich echt gut. Also, ich beschwere mich mal nicht. Da stürzt es ab über Paris. Klockler. Wir haben es geschafft. Jawohl. Was für ein emotionaler Augenblick. Sterbt, ihr Insekten. Mein Hass soll euch zerquetschen. Vorsicht, das Ding zappelt noch. Klockler hat was von einem Hasschip gesagt. Hört es sich an wie ihre Energiequelle. Wenn wir den entfernen, hört sie vielleicht auf anzugreifen. Dann lass uns zu Schädel-OP schreien. Ich stemme den Schnabel auseinander. Und Bentley bringt seine Bomben an. Da beginnt der Punkt, der Slide 3 für einen interessanten Twist sorgt. Stammen wir sie hoch! Ich finde es übrigens cool, wenn Bosskämpfe nicht einfach mit dem Ende vom eigentlichen Bossfight enden, sondern tatsächlich nochmal sowas wie das hier kommt. Ich hasse euch, Cooper Gang. Ich werde euch im Schlaf finden und zerstören den Rest eures erbärmlichen Lebens. Werdet ihr keine Ruhe mehr haben, die Klockler wird sich rächen. Ich bin die Rache. Ich bin das Alpha und das Omega. Klockler! Ich mochte Clockwork an sich mehr. Ist das jetzt hieß, wenn ich das so sage? Es tut mir leid, Clockler. Ich habe noch den Hasschip. Ihr werdet mich nie besiegen. Niemals! Es tut mir sehr leid, Bentley. Ich mag dich ja als... Vielleicht nicht unbedingt als spielbarer Charakter, aber ich mag dich sehr als Person. Als sympathischer, etwas nerdiger Dude. Einer von uns! Nichts wie raus hier! Gleich explodiert sie! Ah, meine Brille! Bentley! Ich rette dich! Schnell! Trag mich! Ich kann nicht gehen! Komm schon, Sly! Wir müssen raus hier! So endet es. Da waren wir nun, am Ende unseres Weges. Die Clawgang war besiegt und die Clockwerkteile verstreut. Doch trotz der Explosion waren sie immer noch tadellos, als ob nichts sie jemals beschädigen könnte. Carmelita war sauer, weil sie nicht rechtzeitig aufgetaucht war, um auch noch ein paar Treffer auf Clockler zu landen. So ließ sie es an dem nächstbesten Objekt aus, Clockwerks Hasschip. Und damit war es endgültig vorbei. Ohne dieses Herzstück, dieses Zentrum von Clockwork, blieb nichts mehr übrig. Die Teile alterten vor unseren Augen, als ob die Zeit den alten Vogel endgültig eingeholt hätte. Pure Ironie, dass ausgerechnet Carmelita, eine Polizistin, die Cooper-Familie von diesem Fluch befreit hatte. Clockwork würde nie wieder auferstehen, um mich oder meine Kinder zu bedrohen. Getreu ihrer Art informierte sie uns, dass wir alle verhaftet seien. Aber nach einem Blick auf meine Gang war mir klar, dass sie nicht mehr zu einer schnellen Flucht in der Lage waren. Also bot ich ihr an, friedlich mitzukommen, im Austausch dafür, dass meine Freunde gehen durften.
Sie waren übel mitgenommen, aber ich war überrascht, vielmehr geschockt, zu sehen, dass sie ihre Ausrüstung zurückließen, als sie fortgingen. Sie waren tiefer getroffen, als ich dachte. Diese Jungs litten. Bald kam Carmelitas alte Polizeieinheit an. Mit mir in ihrem Gewahrsam wurde ihr guter Ruf wiederhergestellt und sie bekam sogar eine wohlverdiente Beförderung. Das war das Mindeste, was ich tun konnte. Auf der Fahrt zum Hauptquartier saßen wir zunächst still da und versuchten, die Gedanken des anderen zu erraten. Als ihr bewusst wurde, dass sie mich wirklich erwischt hatte, entspannte sie sich und wir fingen an zu reden. Wir sprachen offen über unsere früheren Abenteuer, verglichen Erinnerungen und mussten sogar ein paar Mal lachen. Dann redeten wir über, naja, alles. Bücher, Musik, Kunst. Wie bei einem ersten Date. Sie zeigte mir sogar die Flasche Wein, die sie für den Moment meiner Festnahme aufbewahrt hatte. Ich wurde traurig, als ihr klar wurde, dass unsere kurze Fahrt durch die Stadt bereits 2 Stunden dauerte. Was mir bereits klar geworden war, als wir zum 17. Mal am Eiffelturm vorbeikamen. Sie ging nach vorne, um den Piloten zu fragen, was los sei. Offenbar hatte einer meiner Kumpels mir ein Abschiedsgeschenk hinterlassen. Als ich auf der nächtlichen Brise davonschwebte, konnte ich gerade noch Carmelitas Stimme ausmachen. Super! Bis bald, Ringelschwanz. Eigentlich ein echt schönes Ende. Eigentlich ein wirklich, wirklich schönes Ende für dieses Spiel. Nur der arme Bentley tut mir wirklich sehr leid. Also, ich denke, es ist kein Spoiler, das zu erzählen. Ich meine, erstmal ist die Sly-Serie schon sehr alt und zweitens sollte eigentlich jedem klar sein, was jetzt passieren könnte. Nun ist es so, der gute Bentley, also ich habe es auch, glaube ich, schon mal irgendwann erwähnt. Der gute Bentley sitzt ab dem nächsten Teil dann im Rollstuhl. Klockler-Szene haben seine Beine komplett zerquetscht. Hier auch nochmal schön, achtet ruhig nochmal auf das, was auf dem Bild passiert. Hört nicht nur zu, was ich sage. Achtet ruhig drauf. Der gute Sly war nochmal im Büro von Carmelita. Hat er die Flasche Wein hinterlassen. Er konnte sie einfach nicht klauen. Achso, ja. Da wird, glaube ich... Oh shit, war da schon was? Oh, hier, Dimitri, ne? Ist als Tanzlehrer dann ein bisschen bekannter geworden. Ja, der Rajan hat Teppiche verkauft. Warum auch nicht? Das ist irgendwie, ja, die Comtesse und so, ne? Achso, ja stimmt, und Jobby so hat für eine Naturschutzorganisation gearbeitet, bis er dann wieder eingefroren wurde, weil er irgendwo im Wasser gelandet ist. Und dann wird er irgendwann in ein paar hundert Jahren wieder aufgetaut und ist dann in der Zukunft. Aber immerhin hat er schon minimal modernere Klamotten. Kommt noch was? Ich finde die Credits irgendwie gerade sehr spannend. Normalerweise nutze ich die Credits immer. You've seen everything. You won. Go outside. Normalerweise nutze ich die Credits immer, um über alles Mögliche, über das Let's Play und so weiter zu reden, aber die sind irgendwie spannend gewesen. Okay. Wir haben die 100%, meine Freunde. Upsala. Wir haben die 100%. Ich glaube, es gibt hier auch nicht mehr zu holen. Nö. Ich finde es interessant, dass Episode 8, also der Kampf gegen Glockler, nochmal ein eigenes Kapitel ist. Ah, nee, Moment. Stimmt, Jorbizor, das war das mit den Eisenbahnen. Das war das mit diesen Spielen. Warum auch immer da Apache auf dem Bild ist, aber... Ja, geil. Also, ja genau, Bentley sitzt auf jeden Fall ab diesem Teil, ab dem dritten Teil im Rollstuhl. Und ja,
Die Cooper Gang ist momentan voneinander getrennt. Ich habe gerade Viereck gedrückt in dem Moment, als da stand, dass ich Viereck drücken sollte. Und wow, es kommen nochmal die Credits. Finde ich super. Okay, dann können wir uns das auch nochmal gerade in aller Runde anschauen und gucken, ob ich irgendwas übersehen habe gerade eben. Auf jeden Fall, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Es war, Sly 2 ist eigentlich mit mein Lieblings-Sly-Spiel. Gut, den vierten Teil habe ich noch nicht gespielt und ich lasse mich ganz sicher nicht von der Meinung blenden, die die allgemeine Fan-Community hat, dass der vierte Teil nicht gut sein soll. Das, wird, oder da werde ich mich, sagen wir mal, selbst von überzeugen, ne? Also, das werde ich garantiert, nicht einfach so hinnehmen, diese Meinung, sondern das werde ich dann irgendwann selbst machen. Ich werde jetzt allerdings nicht direkt mit Sly 3 weitermachen, weil, tja, wie soll ich das sagen, wir haben heute den 17. Juli, bald ist der 18. Juli 2020 und momentan befinden wir uns auf dem, bei dem, was auf YouTube hochgeladen ist, gerade bei dem Bosskampf gegen Mrs. Ruby von Sly 1. Und Sly 2 ist ein deutlich längeres Projekt. Das heißt, ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, wo man dann am Ende ungefähr landet, ne? Wenn man jetzt das Ganze partweise hochlädt. Deswegen, ja, wir gucken uns noch einmal die Credits fertig an, würde ich sagen, und dann können wir mal ganz genau darauf achten, was passiert ist. Und dann werde ich, denke ich mal, das Let's Play beenden. Es war sehr, sehr schön. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich freue mich, irgendwann mal mit Sly 3 beginnen zu dürfen. Aber ich wünsche euch erstmal viel Spaß mit all dem, was jetzt hier noch kommt, was ich jetzt aufgenommen habe, noch bevor ich umgezogen bin. Haha. Und ja, wir sehen uns dann irgendwann wieder, wenn das hier hochgeladen ist, in der aktuellen Zeit, in der Jetztzeit, wahrscheinlich nach 2020, irgendwann 2021 gehe ich einfach mal von aus, ich weiß es nicht, aber es ist sehr wahrscheinlich, wenn nur ein paar pro Woche kommt, ne, und wir jetzt noch bei Sly 1 sind. Aber ohne, dass ich mich jetzt 10-mal wiederhole, ich danke jedem, der das hier geschaut hat bis zum Ende. Und freut euch auf das, was noch kommt. Ich hatte meinen Spaß bei diesem Let's Play, außer die paar Mal, wo ich ein bisschen lauter wurde. Auch jetzt gerade bei dem Bosskampf, weil der relativ beschissen ist. Zumindest der erste Teil davon. Aber sonst war das alles eine ganz schöne Sache. Und Sly 2 ist und bleibt einfach für mich, bis jetzt zumindest, das Sly-Spiel. Und ich freue mich aber trotzdem, dann irgendwann Sly 3 beginnen zu dürfen. Bye bye, tschüss, bleibt gesund. Wir sehen uns.